Kegeln ist für mich die Faszination, den perfekten Wurf zu finden, dass man alle Neune schießt. Du weißt schon am ersten Schritt, der wird. Und dann läufst du vor, die Gasse stimmt und alle Neune. Ich flippe da aus. Ich bin selbstbewusster geworden. Und auch das, was ich alles erreicht habe, das pusht einen und das Selbstbewusstsein, ja. Schon als kleines Kind bin ich zum Kegeln gekommen. Meine ganze Familie hat gekegelt. Also in der Mannschaft, wo ich kegel, wir sind so ein bunter Haufe, ja. Die Kameradschaft ist einfach genial. Wir sind wie eine kleine Familie. Wir stehen füreinander da, das ist einfach total schön, ja. So ein Gänsehautmoment ist für mich, wenn man im WM-Finale steht und dann den letzten Wurf macht, wo es um den entscheidenden Neuner geht. Das weiß ich noch bis heute, 2014. Ich weiß, ich brauche die Neun, um sicher Weltmeisterin zu werden. Ich spiele die Neun und wir wussten, wir sind Weltmeister. Ein Gefühl, wo ich nicht beschreiben kann, das ist der Hammer. Emotionen, da gehen Emotionen mit mir durch. Da weiß ich noch genau, wenn man da vor Freude hochgesprungen ist. Da geht alles, da schießt das Adrenalin durch die ganze Blut. Also es war geil, ja. Hey, ich bin Sina. Wenn auch du dieses geniale Gefühl des perfekten Wurfs haben willst, dann lerne von uns, den Sportkeglern. Und ein echter Kegler kennt zuallererst den Spielbereich und die Regeln genau. Der Spielbereich ist die Fläche, auf der du deiner Kugel mit Anlauf Schwung gibst. Aufsetzen darfst du die Kugel nur im Bereich der Aufsatzbohle. Die Kugellauffläche vom Überspielpunkt bis zu den Kegeln ist ca. 20 Meter lang. Die neun Kegel sind immer so aufgestellt, dass sie eine Raute bilden. Beim Kegeln gibt es je nach Alter unterschiedliche Kugeln. Sie unterscheiden sich in Größe und Gewicht. Außerdem gibt es die Lochkugel. Das Tolle am Kegelsport? Du brauchst für den Einstieg kein spezielles Equipment. Nötig sind nur leichte Sportschuhe mit gutem Grip und bequeme sportliche Kleidung für gute Bewegungsfreiheit. Die Regeln sind einfach. Im Spiel treten zwei Mannschaften mit je 6 Spielern gegeneinander an. Dabei wird um 8 Mannschaftspunkte gespielt, wovon 2 die Mannschaft bekommt, die insgesamt mehr Kegel trifft. Die übrigen Punkte werden in 6 Einzelduellen zu je 4 Sätzen à 30 Wurf ausgespielt. Dabei ist es oft sehr eng und spannend. Nervenstärke und Konzentration sind gefragt. Neben Spaß und Geselligkeit ist Kegeln aber auch Leistungssport, der alle Muskeln fordert. Bewegungsablauf und Körperbeherrschung bestimmen den Lauf der Kugel. Wer ganz nach oben will, arbeitet ständig an der Perfektionierung seines Bewegungsablaufes. Zuerst ermittelst du deine individuelle Ausgangsposition. Für die Ermittlung der Anlauflänge führe einfach einen Anlauf ohne Kugel mit 4 Schritten in umgekehrter Richtung aus und verlängere ihn um 2 Schuhlängen. Mache anschließend ein paar Probewürfe und korrigiere nach vorn oder hinten, falls du mehr als 10 cm vom Ende des Spielbereichs zum Stehen kommst oder ihn übertrittst. Von dieser Position aus ermittelst du nun deine seitliche Standposition. Sie ist abhängig von deiner Schulterbreite und dem anvisierten Kegel. Zum Beispiel möchtest du genau in die Mitte, also auf Kegel Nummer 1 zielen? Lass eine Lochkugel mit geraden Schultern am ausgestreckten Spielarm fallen. Du stehst richtig, wenn die Kugel genau die Mitte der Aufsatzbohle trifft. Beim Kegeln ist dein ganzer Körper die Zielvorrichtung. Ist der Bewegungsablauf perfekt, beschleunigt die Kugel ohne großen Krafteinsatz auf rund 30 km/h und trifft präzise. In der Spitze werden sogar Geschwindigkeiten von bis zu 45 km/h erreicht.
Das Timing ist entscheidend, wie du alle drei Teilbewegungen aufeinander abstimmst. Laufbewegung, Beugung des Oberkörpers und Spiel am Pendel müssen räumlich und zeitlich exakt zusammenspielen und fließend ineinander übergehen. Schauen wir uns den Bewegungsablauf im Detail an. Bevor du startest, ist deine Körperhaltung natürlich und entspannt. Füße parallel, leicht geöffnet, Beine gestreckt und der Oberkörper ist aufrecht bis leicht angebeugt. Die Kugel wird mit gestreckten Armen vor dem Körper gehalten, und zwar mit beiden Händen seitlich der Kugel. Dein Blick richtet sich auf die Mitte der Aufsatzbohle, dem sogenannten Überspielpunkt, am Übergang vom Spielbereich zur Kugellaufbahn, nicht auf die Kegel. Um die Kugel mit möglichst geringem Kraftaufwand zu beschleunigen, nutzen wir einen Trick, das sogenannte Anschwingen. Dazu wird die Kugel noch im Stand mit beiden Armen in einem Winkel von ca. 45 Grad nach vorn geschwungen. Die Höhe des Anschwingens steuert die Dynamik des gesamten Bewegungsablaufes. Wichtig dabei ist, dass der Oberkörper stabil bleibt. Am höchsten Punkt, dem vorderen Umkehrpunkt des Armpendels, beginnt nun die eigentliche Bewegung. Der Nichtspielarm verlässt die Kugel und dient ab jetzt seitlich ausgestreckt vom Körper zur besseren Balance. Der Spielarm pendelt nach hinten und exakt gleichzeitig erfolgt der erste Schritt. Beim Rechtshänder mit dem linken Fuß und umgekehrt. Die Kugel zwar fest im Griff, muss der Spielarm gerade sein und locker pendeln. Er darf weder beschleunigt noch abgebremst werden, damit die Anschwunghöhe gleich der Rückschwunghöhe ist. Geschwindigkeit und Schrittlänge deiner insgesamt 4 Anlaufschritte stimmst du zeitlich auf dein Armpendeln ab, nicht umgekehrt. Deine ersten beiden Schritte erfolgen also während dem An- und Rückpendeln. Zeitgleich mit dem Beginn des dritten Schrittes pendelt dein Arm wieder nach vorne in die eigentliche Wurfbewegung und gibt die Kugel im Übergang von Schritt 3 zu Schritt 4 frei. Deine Schrittlänge nimmt von Schritt 1 bis 3 kontinuierlich zu, während sich dein Oberkörper langsam, gerade und gleichmäßig in Richtung Kugel vorbeugt. Aber Achtung! Ein zu tiefes Anbeugen schon in Schritt 1 behindert das Anschwingen nach hinten. Alle 4 Anlaufschritte liegen auf einer geraden Linie. Dein Oberkörper darf sich nicht verdrehen. Stimmt das Zusammenspiel von Lauf, Arm- und Oberkörperbewegung, so erfolgt die Kugelabgabe beim Rechtshänder automatisch einige Zentimeter vor der linken Fußspitze. Für die Kugelbeschleunigung sollte statt deiner Muskelkraft hauptsächlich der von Kugelmasse und Schwerkraft erzeugte Pendelschwung sorgen. Zu viel Muskelkraft führt zu einer Verdrehung des Oberkörpers, zu unkontrollierten Bewegungen und damit immer zu einer unpräzisen Kugelabgabe mit fehlerhaften Ergebnissen. Auch nach der Kugelabgabe muss der Bewegungsablauf konzentriert weitergeführt werden. Dein Spielarm beendet seine Pendelbewegung ohne Kugel nach vorn und dein Oberkörper richtet sich wieder auf. Durch den letzten vierten Schritt und das Aufrichten des Oberkörpers gelingt es dir problemlos, aus dem sehr dynamischen Bewegungsablauf auf kurzem Weg in einen sicheren Stand zu kommen. Doch beim Kegeln geht es nicht nur um die vollen, sondern du musst auch das gezielte Abräumen der einzelnen Kegeln beherrschen. Einzelne Kegel anzuspielen sieht schwer aus, ist aber tatsächlich berechenbar. Du kennst die Standmaße der Kegel, du kennst die Länge der Kugellaufbahn und du kennst deine individuelle Ausgangsposition auf das Ziel Kegel Nummer 1, also genau die Mitte. Nun zieh im Geiste eine Linie durch 3 Punkte, von deiner Ausgangsposition über die Mitte am Ende der Aufsatzbohle bis zum anvisierten Kegel. Die Mitte der Aufsatzbohle am Übergang zur Kugellauffläche ist der Überspielpunkt. Je nachdem, welchen Kegel du anvisierst, dreh die Gerade um diesen Punkt und du siehst, das Einzige, was du verändern musst, ist deine seitliche Ausgangsposition. Dein Bewegungsablauf und der Punkt der Kugelabgabe bleiben immer unverändert. Rechnerisch sieht das Ganze so aus. Das Längenverhältnis von Kugellauffläche zu deiner Anlaufstrecke ist ca. 4 zu 1. Also muss deine seitliche Ausgangsposition im gleichen Verhältnis verändert werden wie der Abstand vom angepeilten Kegel zum Mittelkegel. Die beiden Außenkegel zum Beispiel stehen genau 50 cm rechts und links von der Mitte entfernt. Wenn du also einen der beiden treffen willst, musst du deine seitliche Ausgangsposition um 12 bis 13 cm nach rechts bzw. links verändern. Dreh auch deinen Körper ein wenig mit. Deine Fußspitzen und dein Blick müssen immer auf den Überspielpunkt der Aufsatzbohle am Übergang zur Kugellauffläche gerichtet sein. Jetzt starte einen korrekten Bewegungsablauf und deine Kugel wird treffen.
Kegeln macht den ganzen Körper fit, weil alle Muskeln trainiert werden. Du brauchst keine besonderen Voraussetzungen. Jeder kann es spielen, ob im Verein oder im Freundeskreis. Probier's, hab Spaß und erlebe den perfekten Wurf. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja bei der nächsten WM.